Horoskop für den 11. Januar 2024 für jedes Tierkreiszeichen. Viel Spaß beim Anschauen. Horoskop für heute für Widder. Heute erwartet den Widder ein sehr aktiver Tag. Männer werden in der Lage sein, Kollegen mit ihrer Fähigkeit zu arbeiten und die Fähigkeit, sofort auf das, was geschieht, zu reagieren, überraschen. Frauen sollten sich gut ausruhen, achten Sie auf die spirituelle Seite Ihres Lebens, wird es von Vorteil sein, Ausstellungen und Galerien zu besuchen. Es ist gut möglich, dass dies Ihrem lang vergessenen Hobby neuen Schwung verleiht. Widderhoroskop für Männer. Widder-Männer haben die günstigste Zeit, um neue Dinge, die sie geplant haben, umzusetzen. Zeigen Sie sich als verantwortungsbewusster Mensch und ignorieren Sie dabei nicht die Meinung Ihrer Liebsten. Leere Gespräche, die zu nichts führen, sondern nur Ihre Zeit verschwenden, lassen Sie sein. Jetzt sollten Sie so konzentriert wie möglich sein. Um sich zu entspannen und mit Ihren Freunden zu reden, reicht es, wenn Sie am Abend eine solche Gelegenheit haben. Widderhoroskop für die Frau. Es ist gut möglich, dass Sie einen Menschen treffen, den Sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Aber Sie sollten ihm nicht alle intimsten Dinge offenbaren und sich an eine langjährige Freundschaft erinnern. Die Zeit ist vergangen, vieles kann sich verändert haben. Widder sollten erst einmal herausfinden, was die Person die ganze Zeit über gemacht hat und ob sie sich wirklich freut, sie zu sehen. Widder Liebeshoroskop. Heute werden Sie den ganzen Tag über mit Positivität aufgeladen sein und die Menschen um Sie herum damit anstecken. Wenn in einer Beziehung mit einem geliebten Menschen wieder einige Probleme oder Zurückhaltung hat, ist es Zeit, sie mit Leichtigkeit zu lösen, der Tag ist wie geschaffen dafür. Wenn Sie offen reden und die Gründe für Unstimmigkeiten herausfinden, werden Sie feststellen, dass es keine ernsthaften Probleme gibt. Horoskop für heute für Stier. Ein normaler Tag, an dem der Stier in der Lage ist, jeden Gipfel zu erobern. Die Menschen werden von dort zu Hilfe kommen, wo sie es nicht erwartet haben. Versuchen Sie, Ihre Kräfte richtig zu verteilen, um all die Dinge zu vollenden, die Sie begonnen haben. Frauen werden alle Probleme leicht überwinden, das Lebenspotenzial ist auf einem hohen Niveau, so dass sie viele schwierige Fälle und Aufgaben abschließen können. Horoskop Stier männlich. Heute sollten Stiermänner auf Stress und unangenehme Nachrichten vorbereitet sein. Wenn sie darauf vorbereitet sind, lässt sich vieles regeln, Hauptsache, sie geraten nicht in Panik und treffen keine übereilten Entscheidungen. Machen Sie mehr Spaziergänge an der frischen Luft, meiden Sie Menschenansammlungen, denn jetzt besteht die Gefahr einer Erkältung, versuchen Sie, Ihre Immunität zu stärken. Stierhoroskop für die Frau. Heute ist eine gute Zeit für Stiere, um Kontakte mit Familie und Freunden zu knüpfen. Mit etwas Geduld und Verständnis können Sie sich zusammenraufen und lernen, miteinander zu reden und sich zu einigen, ohne in Streitereien zu verfallen. Machen Sie einen Ausflug aufs Land oder eine kurze Autofahrt. Sie werden eine tolle Zeit haben und wunderbare Erinnerungen sammeln, die Sie noch lange begleiten werden. Stier Liebeshoroskop. Sie haben sich im Internet kennengelernt, über soziale Netzwerke, und hätten nie gedacht, dass Sie sich jemals treffen würden, geschweige denn, dass Sie eine Beziehung eingehen könnten. Es stellt sich heraus, dass im Leben des Stiers alles möglich ist, und die Korrespondenz von gestern kann sich heute zu ernsthaften Gefühlen entwickeln. Die Hauptsache ist, nicht zu täuschen und besser erscheinen, als Sie wirklich sind, kann es alles verderben. Horoskop für heute für Zwillinge. Zwillinge sollten sich heute an die Ideen erinnern, die sie am Vortag besucht haben. Jetzt ist der perfekte Moment, um sie in die Tat umzusetzen. Sie können ihren Lebensstil radikal ändern, sei es durch einen Wechsel der beruflichen Tätigkeit oder einen anderen Wohnort. In jedem Fall wird es eine gute Entscheidung sein, und ihre scharfe Intuition wird ihnen helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Zwillinge-Horoskop für Männer. Zwillinge, versuchen Sie, sensibler für Ihre Freunde und Kollegen zu sein, lernen Sie, ihnen zuzuhören und vernachlässigen Sie Ihren Rat nicht. Sie können eine Menge wertvoller Informationen erhalten, die Ihnen bei Ihrer Arbeit helfen werden, und außerdem werden Sie einen angenehmen Dialog führen. Heute ist es gut, Reisen zu planen, Fernreisen, auch eine ideale Zeit für geplante Einkäufe. Zwillinge-Horoskop für die Frau. Zwillinge, weigern Sie sich heute, ernsthafte Entscheidungen zu treffen, da Ihr emotionaler Zustand instabil ist. Gesundheitliche Probleme sind möglich, stärken Sie Ihre Immunität. Verzehren Sie mehr Früchte, nehmen Sie Honig in Ihren Speiseplan auf und versuchen Sie, statt Tee duftende Kräuter aufzubrühen. Versuchen Sie auch, nicht scharf auf Probleme zu reagieren, verfallen Sie nicht in Verzagtheit, alles ist korrigierbar. Zwillinge Liebeshoroskop.
Heute werden die Zwillinge in der Lage sein, alle Probleme in Liebesbeziehungen zu klären. Mögliche neue interessante Bekanntschaften, romantische Dates, wenn sie nicht zu Hause bleiben, werden sie einen sehr interessanten und intensiven Tag haben. Also verschieben Sie alles Geschäftliche und gehen Sie mit Freunden ins Kino, in einen Club, egal wohin, Hauptsache es war lustig und voll. Seien Sie bereit für Romantik und Verliebtheit. Horoskop für heute für Krebs. Männer sollten heute aufgeben, Ehrgeiz bei der Arbeit. Übermäßige Initiative von Krebs wird die Führung zu reizen, so dass die Förderung, die Rede ist nicht einmal. Frauen sollten auch nicht in Konflikte mit Kollegen geben, sonst wird es weiter die Qualität ihrer Arbeit beeinträchtigen, werden sie rachsüchtig und setzen Stöcke in die Räder. Krebshoroskop für Männer. Eine harte Woche für den Krebs ist vorbei, jetzt können sie ihre Gedanken sammeln und mit sich selbst allein sein. Es lohnt sich, die Annahme einer wichtigen Entscheidung, von der ihre finanzielle Situation abhängt, nicht zu verzögern. Der Entschluss, die berufliche Tätigkeit zu wechseln, wird erfolgreich sein, zumal Sie über die erforderlichen Spezialkenntnisse verfügen. Wenn Sie jetzt unterwegs sind, sollten Sie sich vor Betrug hüten. Krebshoroskop für die Frau. Egal wie sehr Sie Ihren Job mögen, Sie sollten nicht alle Aufgaben erfüllen, die Ihnen zugewiesen werden, nur um Ihren Platz nicht zu verlieren. Das ist die übliche Masche des Managements, das mit dem Verantwortungsgefühl des Krebses spielt. Versuchen Sie, ein offenes Gespräch zu führen und erklären Sie, dass es unmöglich ist, mit einer solchen Belastung die entsprechende Qualität zu erreichen. Und es gibt nur einen Rat, Sie brauchen keine Angst vor Veränderungen zu haben. Krebs-Liebeshoroskop. In persönlichen Beziehungen in Krebs ist zu erwarten, Zwietracht mit der anderen Hälfte, und all dies ist, weil in letzter Zeit haben Sie sehr wenig zu sagen, über Ihre Gefühle. Achten Sie auf sich, machen Sie Komplimente, seien Sie öfter allein. Ihre Beziehung wird eine neue Chance bekommen, wird einen zweiten Atemzug tun und die frühere Spannung und Leidenschaft zurückbringen. Genießen Sie einander. Horoskop für heute für den Löwen. Heute sollten Löwen nicht zu vertrauensvoll und naiv sein. Zeigen Sie Ihre ganze Diplomatie in einem Gespräch mit Geschäftspartnern. Ihr finanzielles Wohlergehen wird davon abhängen, wie erfolgreich Sie Verhandlungen führen werden. Generell ist dieser Tag voller Überraschungen. Probleme können auf Schritt und Tritt warten, seien Sie vorsichtig in der Kommunikation mit dem anderen Geschlecht. Horoskop Löwe männlich. Löwen, lernen Sie, Ihre Fehler zuzugeben, jetzt ist die beste Zeit dafür. Bitten Sie die Menschen, die Sie beleidigt haben, um Vergebung. Sprechen Sie mit ihnen, damit Sie in Zukunft nicht die gleichen Fehler machen. Sie werden sehen, wie viel einfacher es sein wird, diese Situation zu beenden. Sie werden nicht von Schuldgefühlen gequält werden. Es lohnt sich zu lernen, ihre Gefühle zuzulassen und nicht zu Anschuldigungen zu greifen. Löwe-Horoskop für die Frau. Heute ist ein guter Tag für Löwen, vor allem in Bezug auf strategische Planung. Es ist sehr gut, sich heute Aufgaben für die Zukunft zu stellen und Ziele zu formulieren. Es ist eine gute Zeit, um wichtige Angelegenheiten zu regeln. Wenn Sie Renovierungsarbeiten durchgeführt haben, ist es ein guter Zeitpunkt, sie zu beenden. Wenn Sie studieren oder die Rechte weitergeben, haben Sie jetzt alle Chancen, die Prüfungen erfolgreich zu bestehen. Liebeshoroskop Löwe. Heute haben Löwen alle Chancen, eine Person zu treffen, die ihr ganzes Leben dramatisch verändern kann. Sympathie wird fast sofort nach dem Kennenlernen aufkommen, und obwohl Sie sein komplettes Gegenteil sind, werden Sie sich in perfekter Harmonie ergänzen. Mit gegenseitigem Wunsch wird es in eine starke Vereinigung wachsen. Horoskop für heute für Jungfrauen. Heute ist mehr denn je ein guter Tag, um Ihr Leben in Ordnung zu bringen. Es lohnt sich, Ihre Ernährung zu überarbeiten, finden Sie Zeit für Sport und Selbstentwicklung. Es ist ein sehr guter Tag für kreative Menschen, Sie werden einen noch nie dagewesenen Aufschwung erleben. In der zweiten Hälfte erwarten Sie gute Nachrichten von Menschen, die Ihnen nahestehen, was Ihre Stimmung heben wird. Jungfrau-Horoskop für Jungfrau-Männer. Alles, was Sie heute in Angriff nehmen, wird perfekt für Sie funktionieren. Profitable Geschäfte, neue Projekte, die Jungfrau-Männer erfolgreich umsetzen können. Sie werden sich mit dem Management gut verstehen, enge Freunde werden Sie voll unterstützen. Sie werden sehr glücklich sein, weil Sie merken, dass Sie geliebt und geschätzt werden, und das wird Sie zu noch größeren Leistungen antreiben. Jungfrau-Horoskop für Frauen. Jungfrauen müssen heute einfach irgendwo hingehen, ganz gleich, ob der Weg lang oder kurz ist. Jede Reise wird Ihnen Vitalität und eine Menge positiver Emotionen verleihen. Der Tag ist auch günstig für wichtige Angelegenheiten und große Anschaffungen.
Haben Sie keine Angst, Ihr Portemonnaie zu leeren, in naher Zukunft droht Ihnen keine Geldlosigkeit. Jungfrau Liebeshoroskop. Die Energie der Jungfrau, die den Schlüssel schlägt, reißt alles nieder, was sich ihr in den Weg stellt. Heute kann sie zu Missverständnissen in den Beziehungen zu ihrem Partner führen. Ein Übermaß an aufregenden Ereignissen kann sich am Abend in einen Streit verwandeln. Die Energie, die sich im Laufe des Tages angesammelt hat, kann sich in gegenseitigen Beleidigungen und Ansprüchen entladen. Versuchen Sie, sich zusammenzureißen und den Tag zu überstehen. Horoskop für Waage heute. Männer sollten heute so konzentriert wie möglich sein, müssen sie vielleicht schnell orientieren, sich auf der Stelle und eine wichtige Entscheidung zu treffen. Waage, gehen Sie nicht über andere, vertrauen Sie nur Ihrem Verstand. Eine Frau sollte sich so viel wie möglich Zeit für ihre Lieben nehmen. Es gibt einige Probleme, die Ihnen vorenthalten werden, die Sie bedauern, aber Sie müssen sie sofort lösen. Waage-Männer-Horoskop. In der Waage steckt eine Menge Potenzial, aber Sie werden durch Ihre natürliche Bescheidenheit und Unentschlossenheit daran gehindert. Sie sollten sich nicht scheuen, Ihre eigenen Wege zur Lösung von Problemen anzubieten. Ihre unkonventionelle Herangehensweise an Angelegenheiten kann die Zeit Ihrer Erfüllung verkürzen. Erklären Sie sich selbst, werden Sie in der Lage sein, Autorität zu schaffen, werden die Menschen auf Sie hören, um Hilfe zu bitten. Aber Überarbeitung ist es nicht wert, sie kann Ihrer Gesundheit schaden. Waage-Horoskop für die Frau. Waage, hüten Sie sich vor bösen und unstabilen Menschen. Verlassen Sie sich nur auf die Hilfe von bewährten Freunden. Widmen Sie Ihre freie Zeit einem Hobby, das Sie aus irgendeinem Grund aufgegeben haben. In Ihnen wird ein echtes Talent erwachen, Sie werden sich von allem inspirieren lassen, was Sie umgibt. Waage Liebeshoroskop. Heute sollten Sie sich in allem, was Ihre Gefühle betrifft, auf Ihre Intuition verlassen. Das wird Sie vor falschen Schritten und Fehlern bewahren. Es ist Ihr sechster Sinn, der Ihnen helfen wird, auf die Person zu achten, mit der Sie später eine romantische Beziehung haben könnten. Versuchen Sie nicht, zu spielen, aufrichtig sein, wird es Ihnen helfen, Missverständnisse zu vermeiden. Horoskop für heute für Skorpion. Heute erwartet die Skorpione ein schwieriger Tag. Egal wie aktiv und hartnäckig Männer sind, das gewünschte Ziel wird immer noch in weiter Ferne sein. Selbst die Möglichkeit eines zusätzlichen Einkommens wird sich als Fehlschlag erweisen. Neid und Klatsch können Frauen für lange Zeit aus dem Tritt bringen. Seien Sie darauf vorbereitet und reagieren Sie nicht so heftig. Gönnen Sie den Neidern nicht die Freude, ihre Verzweiflung zu sehen. Horoskop für Skorpionmann. Skorpione haben eine günstige Zeit, um Probleme mit Verwandten und geliebten Menschen zu lösen. Machen Sie den ersten Schritt zur Versöhnung, organisieren Sie eine Familienfeier, versammeln Sie alle um einen großen Tisch. Alle Kränkungen und Vorbehalte werden der Vergangenheit angehören, eine schöne Zeit ist Ihnen garantiert, ebenso wie weitere Unterstützung bei allen Unternehmungen. Horoskop für Skorpionfrauen. Träume von Skorpionen können heute durchaus Wirklichkeit werden, Sie werden neue Horizonte entdecken. Haben Sie keine Angst, etwas Neues zu beginnen. Wenn Sie verantwortungsbewusst an die Sache herangehen, können Sie Ihr Leben bald so umschreiben, wie Sie es sich schon lange gewünscht haben. Sie werden Erfolg haben, wenn Sie Besonnenheit und Zurückhaltung zeigen und keine riskanten Schritte wagen. Liebeshoroskop für Skorpion. Heute ist der Tag, an dem Skorpione sich ihrer anderen Hälfte widmen sollten. Haben Sie ein schönes und unvergessliches Wochenende. Ihr gemeinsamer Ausflug wird ein voller Erfolg werden. Er wird Sie einander näher bringen und Ihnen neue Eindrücke vermitteln. Lassen Sie es zu einer Tradition in Ihrer Familie werden, Zeit miteinander zu verbringen, eine Zeit, in der Sie untrennbar zueinander gehören. Horoskop für heute für Schütze. Jetzt ist so eine Periode, in der die Schützen nach positiven Aspekten in allem suchen müssen, obwohl es scheint, dass die ganze Welt gegen sie eingestellt ist. Männer werden ihr Heil in ihrer anderen Hälfte finden, mit der die Beziehung perfekt ist. Frauen sollten eine Pause im Geschäft einlegen, sich um das Haus kümmern, mehr Zeit mit den Kindern verbringen, das wird ihnen die gewünschte Ruhe bringen. Horoskop für Schützemann. Der Wunsch der Schützen, erfolgreich zu sein, wird heute belohnt werden. Beruflich werden sie sehr gefragt sein, sie werden als Spezialist und Profi in ihrem Geschäft gebraucht, und das wird ihnen sehr schmeicheln. Leicht und entspannt wird die Kommunikation mit Freunden und Fremden verlaufen. Horoskop für die Schützefrau. Heute kann ein unangenehmes Zusammentreffen von Umständen in Schütze alle Bereiche ihrer Aktivitäten negativ beeinflussen. An einem geraden Ort werden solche Hindernisse auftreten, die alle ihre Pläne an der Wurzel zerstören werden, und verhindern können sie es leider nicht. Sie sollten geduldig sein und warten.
Früher oder später enden alle Schwierigkeiten, die Hauptsache ist, nicht in die negativen Emotionen zu geben. Schütze Liebeshoroskop. Die Beziehung zwischen Schütze und einem geliebten Menschen steht auf der Kippe. Sie werden von Verdächtigungen aufgefressen, die von Miesmachern und Klatschbasen genährt werden. Auch wenn sie beide noch nicht über den Berg sind, lohnt es sich, offen zu reden, das wird Klarheit in ihre Beziehung bringen. Auf jeden Fall wird es einfache Erklärungen für alles geben, was zwischen ihnen passiert. Steinbock-Horoskop für heute. Was auch immer die Steinböcke heute vorhaben, die Sterne sind auf ihrer Seite und sind ihnen gegenüber loyal wie nie zuvor. Männer werden eine zweite Chance haben, Fehler zu korrigieren und neu anzufangen. Sie sollten nur nach vorne gehen, dann werden sie in der Lage sein, bedeutende Ergebnisse zu erzielen. Für Frauen ist heute ein guter Tag für finanzielle Aktivitäten, alles, was sie unternehmen, wird ihnen echtes Geld bringen. Steinbock-Horoskop für Männer. Steinböcke sollten heute auf keinen Fall mit der Gunst des Managements rechnen. Es werden alle möglichen Probleme auftauchen. Zeigen Sie Geduld, heute ist sicher Ihr großer Moment. Seien Sie berechnend, gehen Sie in aller Ruhe alle Prüfungen des Schicksals durch. Handeln Sie nüchtern, und Sie werden in der Lage sein, alles zu überwinden und das Einkommensniveau zu erreichen, das zu Ihnen passt. Steinbock-Horoskop für die Frau. Heute ist ein guter Zeitpunkt für Steinböcke, sich von allem Unnötigen zu trennen, sowohl materiell als auch geistig. Widmen Sie den Tag der Meditation, Wasseranwendungen werden gut funktionieren. Wenn du die Möglichkeit hast, solltest du auf Reisen gehen, es besteht die Chance, dass du spirituelle Mentoren findest. Nach einer solchen Reinigung müssen sie einfach weitermachen. Steinbock Liebeshoroskop. Es ist wahrscheinlich, dass sie heute auf eine gewisse Distanzierung stoßen oder sogar negative Emotionen spüren, die von einer geliebten Person in ihre Richtung gelenkt werden. Steinböcke, verschwenden Sie keine Zeit mit Beleidigungen und Spekulationen, versuchen Sie, offen zu reden und herauszufinden, was los ist. Das Wichtigste ist, dass du dich nicht aufregst, vielleicht liegt es an den Problemen auf der Arbeit. Horoskop für heute für Wassermann. Frauen sollten sich nicht manipulieren lassen. Wenn sie ihre Gefühle beherrschen, werden sie einen sehr produktiven Tag haben, sie werden Kraft für Familie und Haushalt übrig haben. Männer müssen ihre Energie loslassen, versuchen, eine Pause bei der Arbeit zu machen und sich mit Freunden zu erholen. Es ist besser, wenn es ein lauter und überfüllter Ort sein wird, an dem Wassermänner von Herzen Spaß haben werden. Wassermann-Horoskop für Männer. Heute erwartet die Wassermänner ein eher zweideutiger Tag, viele angenehme Bekanntschaften und Begegnungen werden erwartet. All dies wird auf eine positive Art und Weise geschehen, verderben kann alles nur Sie, zeigen Sie nicht Ihre aufgeblasenen Ambitionen, streben Sie heute nicht danach, besser auszusehen, als Sie in Wirklichkeit sind. Bleiben Sie in jeder Situation Sie selbst und alles wird großartig sein. Wassermann-Horoskop für die Frau. Heute werden Wassermänner genug Kraft und Energie haben, um Dinge zu beenden, die wegen ihrer Komplexität oder Verwirrung aufgeschoben wurden. Jetzt sind sie bereit, sie zu sortieren und endlich abzuschließen. Im geschäftlichen Bereich werden sie voraussichtlich erfolgreiche Bekanntschaften machen. Durch Kommunikation erhaltene Informationen können den zukünftigen Stand der Dinge beeinflussen, im finanziellen Bereich warten sie auf Erfolg. Wassermann Liebeshoroskop. Es ist Zeit für Wassermänner, die Zukunft mit ihrem Seelenverwandten zu planen. Heute ist der beste Tag dafür. Eine ausgezeichnete Zeit für einen Heiratsantrag. Die Planung einer Schwangerschaft. Alleinstehende sollten heute sehr viel Glück in der Liebe haben, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, die andere Hälfte zu treffen. Horoskop für heute für Fische. Frauen können ernsthaft leiden, wenn sie es nicht schaffen, Konflikte, Intrigen und Klatsch rechtzeitig zu vermeiden. Die Klärung von Beziehungen kann sich sehr in die Länge ziehen, und Fische werden in dieser Situation immer noch ratlos bleiben. Männer sollten auf keinen Fall schlampig arbeiten, wer also heute nicht auf dem Gewissen haben will, sollte lieber etwas anderes machen. Fische-Horoskop für Männer. Heute haben die Fische alle Chancen, sich von schlechten Gewohnheiten zu trennen. Sie werden sich geistig bereichern wollen, es wird ein Verlangen nach neuem Wissen geben, ein Verlangen zu lernen. Dies wird höchstwahrscheinlich durch Unzufriedenheit mit der heutigen beruflichen Tätigkeit verursacht. Haben Sie keine Angst, etwas Neues zu beginnen, in Ihrem Fall werden die Veränderungen nur positive Momente in Ihr Leben bringen. Fische-Horoskop für die Frau. Die Unmäßigkeit der Fische kann dazu führen, dass die Beziehungen zu Vorgesetzten und Kollegen endgültig und unwiderruflich gestört werden. Dies kann eine Verschlechterung des Wohlbefindens zur Folge haben.
Es lohnt sich, alles zu tun, um dies zu vermeiden, auch wenn es Ihnen sehr schwer fällt, Ihre Gefühle und Gedanken im Gleichgewicht zu halten, versuchen Sie, sich mehr zurückzuhalten. Horoskop Fische Liebe. Fische werden die Gelegenheit haben, ihren Lieblingsmenschen mit anderen Augen zu sehen. Sie werden nicht enttäuscht sein und erkennen, wie sehr sie verliebt sind. Schenken Sie dem anderen maximale Aufmerksamkeit und unterstützen Sie ihn. Wenn Sie noch Single sind, kann sich die heutige Bekanntschaft in ein romantisches Date verwandeln, das der Beginn von etwas Leichtem und Schönem sein wird.